Hey, hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Stranded Deep. Ja, beim letzten Mal hatten wir diesen. Hi, Wolli. Beim letzten Mal hatten wir diesen schönen Hai-Angriff. Ob wir den jetzt überlebt haben oder nicht, ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall haben wir uns dann auch noch Holz besorgt, um unsere Hütte weiterzubauen, die mir jetzt irgendwie gar nicht mehr so gefällt. Ich weiß, das ist super Taktik, super Logik, alles prima, alles perfekt. Nee, um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Ja, gut. Was machen wir dann mal? Ja. Da, wir brauchen den Hammer. So, wie geht's uns eigentlich? Ja gut, wir können nur mal abwarten, hoffen, dass es uns irgendwann besser geht. Weil die Sachen für Verbände, die man ja jetzt bauen kann, die haben wir leider nicht zusammen. Ja, ich baue jetzt noch eine Wand. Na? Okay, dann noch eine, die ich nämlich hier bauen wollte, richtig. So. Super. Ach, und das war ja genau das, was ich jetzt mir schon gedacht habe. Wir können. Na? Doch, wir können ein Dach bauen. Und das geht nicht, weil die noch in der Mitte fehlen. Okay. Ist ja nur einer, zum Glück. Aber jetzt. Na? Sagen, wieso geht das nicht? So, ein Dach hätten wir. Und ein weiteres geht nicht, weil wir keine Palmwedel mehr haben. Ja, das nenne ich mal blöd. Das nenne ich sogar mal sehr blöde. Bedeutet nämlich eigentlich für uns jetzt, dass wir. Nee, habe ich die doch noch nicht gefällt. Die steht doch noch da. Bedeutet jetzt für uns, dass wir wieder auf eine andere Insel müssen. Behagt mir nun nicht so sehr. Weil diese Insel sah verdammt dicht aus und war doch sehr weit weg. Wie spät ist es denn jetzt? Okay. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir das. Einfach mal. Und dann schnappen wir uns unser Boot. Ja, geht wieder bergauf. Ich glaube, ich paddel mal zu der Insel. Es kann auch sein, dass wir von da kommen. Ich weiß es nicht mehr so genau. Was ich vielleicht gucken sollte auf der 1. Gut. Dass, wenn uns ein Hai angreift, dass ich nicht erst das Inventar öffnen muss, um das Messer rauszusuchen, sondern gleich die 1 drücken kann. Und da sind schon die nächsten zwei Haie. Unter uns ist einer und da ist einer. Bitte, Hai, lass uns in Ruhe. Ich höre schon den Sound vom Hai. Der stupst er uns an. Ich will nicht runterfliegen.
Also ich habe mir jetzt auch mal meine letzte Aufnahme so ein bisschen angehört, dass ich da jetzt nichts gesagt habe, als der Hai uns angegriffen hat, lag nicht etwa daran, weil es mir total egal war, sondern weil ich dann meistens irgendwie links ist auch wieder ein Hai. Man sieht den vielleicht ein bisschen. Das liegt nämlich daran, dass ich immer sehr still bin, dass ich, also man könnte auch sagen, ich überlege so ein bisschen. Oder beziehungsweise ich bin hochkonzentriert, dann bin ich eher still, als dass ich hier rumschrei und Hilfe und was weiß ich nicht. Ist natürlich ein bisschen blöd auch für euch. Ich werde mal gucken, dass ich das sein lasse, dass es ein bisschen anders wird. Ja, und dann gucken wir einfach mal. Also es muss ja irgendwie besser werden. Ich bin jetzt noch am Überlegen. Es ist ja auch cool. Zwei Inseln direkt nebeneinander. Das Blöde ist, dass man sich sein Boot nicht vollpacken kann. Also wir können uns halt wirklich nur unser Inventar vollklatschen. Und nichts anderes. Das Problem ist, ich möchte weder auf den, also die Axt brauchen wir in jedem Fall, weil ansonsten vermöbeln wir da auch wieder Holz. Wobei eigentlich können wir das ja tatsächlich machen. Du da ein Stein, eine Axt? Ja, ich würde sagen, das machen wir dann in Zukunft auch. Also die Axt, die wir jetzt haben, würde ich einfach ganz gerne mitnehmen wieder zurück, weil das halt unsere Hauptaxt ist. Es sei denn, die ist nun wirklich kaputt. Gut, dann können wir sie nämlich da lassen. Dann müssen wir uns halt einfach eine neue nochmal bauen. Ja, ich glaube, von hier kamen wir. Kann das sein? Kann das sein, dass das unsere erste Insel ist? Ich glaube ja. Wir kommen jetzt von da. Ich glaube, das hier ist tatsächlich unsere erste Insel. Ja, das sieht danach aus. Hier ist ein Stein. Also jetzt sammle ich erstmal die ganzen Sticks auf. Das Ruder behalte ich weiterhin in der Hand, damit wir uns da nicht den Inventarplatz vollhauen. So, und dann klopfe ich mir hier diese Palme weg. Na? Geht doch. Da schwimmt auch schon links ein Hai im Bild rum. Der hat uns verfolgt. Der will uns töten. Aber so leicht kriegt er uns nicht. So. Das ist halt echt doof irgendwie. Mal gucken. Okay, also beim nächsten Mal, wenn wir wirklich komplett aufgeladen sind, können wir, glaube ich, auch die Wasserflasche dort lassen, zu Hause. Müssen die nicht mitschleppen. Und wenn wir dann wirklich die Axt und auch... Na? Hey, und das war's schon. Mit... Ach Mann. Hier lag doch auch irgendwo ein Stein, oder? Wir haben nämlich keine Axt mehr und müssen uns jetzt eine neue bauen. Deswegen machen wir einen Stein. Hier ist auch noch ein Stick. Kartoffelpflanze, nee, die brauchen wir nicht. Okay. Müssen wir dann. Also hier ist gerade kein Hai in der Nähe. Super. Müssen wir hier mal gucken. Aber hier müssten wir bestimmt Yucca finden. Ich weiß, ich sehe es nur gerade nicht.
Da. Okay, so, jetzt werfe ich mal den Stein dahin. Und jetzt haben wir eine Axt. Okay, jetzt können wir da wieder zurück. Dann wähle ich mir mal die Axt aus. Ich weiß nicht, das Problem ist, ich würde die Axt eigentlich ganz gern mit rübernehmen. Was auch mal ganz interessant wäre, ob man die Dinge, ob man extra sowas stapeln kann. Ja. Weil dann könnten wir so uns wenigstens das Material auf den anderen Inseln zurechtbauen. Das dann wenigstens stacken, dann haben wir erstmal genug. So, ich gucke jetzt mal noch ein bisschen hier rum. Es wird auch schon wieder spät, es wird schon langsam dunkel. Und da wir sowieso nicht so viel mitnehmen können, würde ich sowieso sagen, dass wir uns hier häuslich, ja, was heißt niederlassen? Wir müssen irgendwie so eine Übergangsinsel auf jeden Fall für später haben. Dass wir nämlich sagen können, weil, wenn das, nee, wenn das jetzt unsere Heimatinsel ist, dann will ich eigentlich ins nicht, dass wir uns noch weiter entfernen von der. Aber wenn das ja unsere zweite Heimatinsel ist, dann können wir uns hier so ein paar Holzdinger hinlegen, das ein Pfeil in diese Richtung zeigt und können zum Beispiel die Insel da hinten erkunden und die und alles erstmal hierher bringen, zu dieser Insel, um das dann später dann alles gesammelt nach da hinten zu bringen, blöder Hai. Ja, ich glaube, so können wir es am besten machen. Das klingt, glaube ich, ganz vernünftig. Weil wenn wir uns da wirklich auf der anderen Insel was wirklich Schönes aufbauen wollen, dann müssen wir uns irgendwie wirklich eine Taktik überlegen. Ups. Egal, jetzt nehme ich die. Müssen wir uns wirklich irgendwie eine Taktik überlegen, die auch wirklich funktioniert und hält. Und so können wir uns halt immer weiter entfernen, indem wir halt eben diese Pfeile bauen. So. Ja, das ist nämlich genau das, was ich schon fast befürchtet habe. Ich bin nämlich jetzt voll. Das bedeutet, ich werfe jetzt hier schon mal für unseren Pfeil. Na. So. Genau. So, nee, das ist nicht so ganz richtig. So, jetzt noch ein bisschen hier drüber. Ja, fast. Jetzt muss ich den nur noch wieder richtig hinzubbeln. Ach Mann. Ja, das sieht gut aus. Also ich würde sagen, das ist doch ein toller Pfeil, oder? Was sagt ihr dazu? Also ich finde es super. So, jetzt können wir natürlich auch hier wieder zurück zu dem... Da, genau. Wir können das nämlich aufsammeln. Ups, nee, das wollte ich nicht wegwerfen. Und... können da nämlich weitermachen. Die Palmblätter müssten eigentlich gar nicht so viel wiegen. Weiß ich nicht. Ja, kann ich ja nicht aufheben. Okay. Mm, ja,
Jetzt. Ach, Mann. Hier könnte ich auch noch ein Feuer bauen. Genau, es ist auch nicht so verkehrt. Dann werfe ich die hier mal hin. Ich brauche jetzt wahrscheinlich. Nee, das reicht noch nicht. Doch, es reicht schon. Campfire. Und jetzt haben wir natürlich wieder. Oh. Ihr wisst, was wir jetzt vergessen haben, ne? Gut, ich weiß es nämlich auch. Ach, Mist. So vom Grundgedanken her war das ja nicht verkehrt, aber... Ach. Habe ich jetzt hier irgendwo noch so eine Mini-Palme? Ich will ja nicht so eine große Palme. Doch, also ich glaube, ich weiß, was ich jetzt mache. Ich holze jetzt hier erstmal alle Palmen ab, bis es wieder hell wird. Pack die auf einen Haufen, genauso auf wie alle Steine und so weiter. Fahr dann wieder auf die Ursprungsinsel zurück. Ja. Und dann, mal gucken. Das Problem ist, ich will unbedingt wieder... Wir hatten ja in der, bevor das Update kam, hatten wir ja Macheten gehabt, 2 Stück. Also zumindest 2 gefunden und nur eine habe ich ja behalten. Und genau die hätte ich gerne wieder, um, dass wir uns halt wirklich verteidigen können. Gegen eben, die ganzen Haie und so weiter. Das wäre echt super. So. Ein bisschen sortiert. So. Und weiter geht's. Ich wünsche mir jedes Mal, in jeder Folge wünsche ich mir eigentlich einen größeren Rucksack. Das ist doch doof. Ich meine, andererseits ist es aber auch nur realistisch, weil wer kann so viele Holzbretter, sage ich jetzt mal, schleppen. Also das, also von der realistischen Seite her ist das eigentlich ganz gut, wie es jetzt ist. Dadurch ist das Spiel natürlich auch, also es kann sich dadurch halt echt in die Länge ziehen, dadurch, dass halt die Palmen nicht nachwachsen. Aber gut. Damit muss man leben. Erstmal. Wir wissen ja auch noch nicht, was in den nächsten Folgen kommt. Also es kann ja immer wieder anders sein. Sich alles jederzeit ändern. Ich hoffe nur, wir müssen beim nächsten Update nicht wieder von vorne anfangen. Das wäre nämlich echt doof. Also ich meine, hätten wir wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt gemusst. Ich weiß es nicht. Bloß ich habe es lieber mal gemacht und dadurch haben wir auch Wolli gefunden. Das Problem ist, ich habe ja immer gesagt, ich will Wolli eigentlich immer überall hin mitnehmen. Das können wir auch gerne machen, wenn wir auf Erkundungstour irgendwo hin sind. Dann können wir das echt gerne machen, dass wir Wolli mitnehmen. Nur solange wir... Nee, den wollte ich nicht wegwerfen. Nur solange wir hier wirklich... ja, auf Materialsuche gehen... wäre das echt schwachsinnig, Wolli mitzunehmen. So gerne ich ihn noch mitnehmen würde, dann könnte ich Ihnen mal hier meine ganzen Abenteuer zeigen. Aber hätten wir ihn zum Beispiel bei der Begegnung mit dem Hai mitgenommen, wer weiß, was ihm dann da passiert wäre. Ist ja auch nicht so schön gewesen. Also, ne? So.
Okay, und jetzt ist unsere Zeit auch schon wieder um. Deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.